Islam, subhanallah. Aber Bruder, es gibt Sachen, die in unserer Religion gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Gibt es kein dies oder das. Zum Beispiel, dass wenn jemand Aisha radiallahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, sie ist Maria, sie ist frei von der Sünde. Da kommt jemand und sagt, nein, sie hat das trotzdem gemacht. Diese Person ist Kafir geworden. Ja. So, wenn wir diese Person, zum Beispiel jetzt Shia Hamza oder wer auch immer, wenn wir ihn hören, er sagt, Aisha hat das und das gemacht, er ist Kafir geworden, direkt. Sag? So, genau, ich habe das nicht gehört von ihm, wallahi, ich habe nicht gehört. Ich rede allgemein. Wenn jetzt eine Person, nicht Shia Hamza, Person X sagt, Aisha hat das und das gemacht. Wir sagen, Person X ist Kafir geworden, er ist kein Muslim mehr. Natürlich. Okay? So, außer er bereut, er ändert sich, das ist eine andere Sache. Aber jetzt, in dem Zustand, ist er ein Kafir. So. Bedeutet das jetzt, dass jeder Schiite das sagt? Nein. Richtig. Nein. Richtig, Bruder. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Hass, hör gut zu, subhanallah, der Hass gegenüber einem Volk soll euch nicht dazu bringen, ungerecht zu sein. Hast du verstanden? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nur weil du eine Person nicht magst, bedeutet das nicht, du sagst ungerecht sein. Du musst trotzdem, i'adilu huwa aqrabu lit taqwa. Seid gerecht, es ist näher zur Taqwa, subhanallah. Das heißt, im Allgemeinen, wir sprechen über jede Person den Takfir aus, der über Aisha das sagt. Der Abu Bakr als Heuchler sieht, der Umar als Heuchler sieht. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wir sollen an ihrer Sunna festhalten. Yani wenn diese Khulafa al-Rashidun Kuffar sind, wer bleibt noch Muslim, subhanallah? Ist so, richtig, verstehst richtig. Du? So, das bedeutet aber trotzdem nicht, dass wir jeden Schiiten zum Kafir erklären. Nein, Achi, wir reden mit denen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, sprich zu den Menschen Gutes. Richtig. اُدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكْ, ruf zum Allahs Weg auf. Mit Mawahidat al-Hasan, mit gutem Wort, mit schönen Worten, mit Akhlaq und so weiter. Und diskutieren mit ihnen auf eine schöne Art und Weise. Sobald wir aber hören von einer Person, mit der wir diskutieren, dass sie etwas ausspricht, was Kufr ist, khalas, die Sache ist geregelt. Wir sagen, ey, diese Aussage, die du gerade gesprochen hast, ist Kufr. Wenn du dafür nicht bereust, du bist Kafir. Richtig. So, und das ist das, was er dir versucht zu sagen, oder wenn eine Person, du hörst von ihr, hat das und das gesagt, er beleidigt die Sahaba, er beleidigt, er sagt, der Koran ist verfälscht worden, das ist ganz klar, Kufr, da gibt es keine Rahme dazwischen.